Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zockt. Heute zocken wir wieder City Skylines und wir sehen, es wird ja auch schon wieder schön gelevelt. Wir haben beim letzten Mal ja unseren westlichen Teil hier von Großfischdorf gebaut. Müssen wir auch noch das Gebiet erweitern oder hier halt ein neues Gebiet machen, das müssen wir mal schauen. Denn hier unten wollen wir ja auch die Uni platzieren oder generell das Campusgelände dann irgendwie aufbauen. Muss ich mal gucken, ich habe bisher auch noch nie hier irgendwie was in Richtung Uni gebaut. Hat er schon letztes Mal angedeutet, ob wir vielleicht hier so einen Bogen rausziehen, dass wir die Uni da irgendwie anschließen mit Parkplätzen und einem Park daneben oder so. Aber vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwie schöne Sachen, die wir da sonst so im Unigelände gönnen könnten. Requisiten. Ein Spielplatz zum Beispiel. Ja. Okay, müssen wir einfach dann mal schauen, wenn es denn soweit ist. Ist jetzt auch erstmal nicht ganz so wichtig. Denn erstmal wollen wir wieder gucken, dass wir die Bedürfnisse der Bürger bzw. der potenziellen Bürger hier denn ja auch wieder befriedigen. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall mehr Gebiet für Wohngebiete, Gewerbegebiet brauchen wir und Industriegebiet auch. Hatten wir hier schon geguckt? Ja genau, da hatten wir letztes Mal ja schon geschaut am Ende noch. Das hat sich hier wieder soweit aufgebaut. Ja doch, hier sollte die Feuerwehr auch hinkommen. Da oben brennt es auch. Ja, da ist er auch schon unterwegs. Ja doch, die steigen jetzt auch aus. Hatte gerade kurzzeitig Bedenken, dass sie das sich nur angucken wollen. Ja. Aber hier scheint irgendwie der ganze Stadtteil zu brennen. Okay. Lassen wir das mal. Genau, hierzu habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht. Und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, mit dieser Einbahnstraße hier langführen. Und das wird, glaube ich, auch dann das Mittel sein, mit dem wir das Ganze hier etwas anknoten können. Aus der Richtung kommen ja hier auch einige an. Fahren hier rein. Gut, die fahren jetzt alle immer in die Richtung hier weg, Richtung Kreisel. Und es staut sich halt aus der Richtung, aus dem Industriegebiet hier raus. Und die wollen natürlich alle irgendwie hier rein. Die stehen sich hier sogar zu zweit in, eben an. Und wollen hier rüber. Der Blaue möchte ja auch natürlich rein. Das ist alles jetzt nicht ganz so schön, sagen wir mal. Aber gehen wir erstmal wieder zurück hier zu unserem Großfischdorf und schauen, wie wir die Stadt hier weiterentwickeln können. Wir können jetzt hier noch Gewerbe entstehen lassen. Hier im Rücken der potenziellen Uni wollten wir ja noch die hohen Gebäude haben. Ja, machen wir auch mal so. Und das auch erstmal mit dicht besiedeltem Gebiet. Und hier am Fluss, beziehungsweise am See, ist ja kein Fluss, Fluss, sondern ein See. Da bleibt es dabei, dass wir hier nur mit dünn besiedeltem Gebiet arbeiten werden. Okay, wir brauchen noch ein paar Bürogebäude würde ich jetzt hier platzieren wollen. Die Frage ist nur, wo wollen wir die hier in die Nähe der Uni setzen? Aber hier könnte man auch noch rausgehen, dass man hier auch noch ein Wohngebiet hat für die Uni. Ja, können wir aber hier dann kann man hier unter Umständen seine Pflichtpraktika leisten. Je nachdem, was man denn studiert. Und gut. Dann lasst uns doch mal anfangen. Was nehmen wir denn? Umweg. So eine Einbahnstraße finde ich, glaube ich, vor der Uni am
besten oder sogar machen wir die jetzt hier mit drinne. Ne, sehe ich gerade auch nicht. Hier sind nur die Parkplätze. Ne, an die können wir ja nichts ranbauen, ne? Das wäre dann nicht so geschickt, die hier zu nehmen. Haben wir nicht noch irgendwo anders? Sonstigen, was haben wir denn hier? Die Mautstationen. Wo haben wir denn jetzt die anderen hier mit drin? Straßen, an denen man auch was bauen kann. Ich bin gerade leicht verwirrt. Vielleicht fällt es auch gar nicht auf. Also welche Straßen ich suche, sind die, das sind glaube ich vier oder fünf verschiedene. Aber mit Holzbohlen ausgelegt und asphaltiert. Das sind die, die wir hinten auch in Aircores genutzt haben. Für welche Stelle? Hier vorne. Nee. Wir haben die Straßen nicht mehr. Gab es da irgendwie. Okay, das muss ich denn mal schauen. Den kann ich es auch nicht finden. Entweder spielt er jetzt eine andere Mod mit rein oder da gab es ein Update und die Straßen sind nicht mehr verfügbar. Ich weiß es nicht. Okay, das werde ich mal im Off betrachten und da mal schauen, was denn da jetzt nicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Weil das Problem ist, an diese Straßen können wir, das sind ja auch nur Wege, da können wir halt nichts platzieren. Wenn ich jetzt versuche hier, da kommen wir nicht so richtig ran. Also ist gerade hier, ja, also man sieht, er snappt hier einfach als. Ich kann überall ansnappen, nur nicht an die Straßen hier oder die Wege innen drinne. Das ist schade, aber okay, dann müssen wir uns hier anders behelfen. Gut, wir könnten natürlich auch hier einfach die Straße nehmen und für alles Mögliche sperren. Hier nicht direkt davor fahren kann. Das geht natürlich auch. Dann die Frage, wo gehen wir hier raus? Dann müssten wir hier rausgehen, hier vorne vielleicht noch Möglichkeiten bieten für, oder wir können es auch hier natürlich anbieten, dass hier die Busse halten und vielleicht auch irgendwann mal Straßenbahn, aber das muss man schauen, ob was in dieser Region hier überhaupt sinnvoll ist, mit Straßenbahn zu arbeiten. Also wenn wir die Uni jetzt hier oben so grob hinstellen wollen, könnte man von hier aus rausgehen und hier hinten wieder rein. Wir machen erstmal die Straße etwas länger. Das ist aber die hier. Breite Allee. Ja, die ist das hier. Verlängern wir die erstmal und nehmen dann von hier raus. Hier erstmal gerade, dann haben wir das so frei und hier geht es auch raus Richtung Uni. Dann kann ich jetzt mit diesem Bogen schlagen. Ungültige Form.
braucht man auch nicht irgendwie anders hantieren. Das ist angeblich eine ungültige Form, aber hier rein wollen. Okay. Ja, das funktioniert aber auch nicht. Ich muss ja eigentlich den Startpunkt auswählen. Ja, dann haben wir schon ungültige Form, dann wieder hier rein. Was auch immer ihr versucht jetzt, keine Ahnung. Dann müssen wir es eben selber bauen. Na doch, mit dem hier. Haben wir hier irgendwas an? Ja. Andere da ist auch weg. Anja ist hier mit reingekommen. Ja, können wir auch direkt drüber machen. Wie ihr seht, es gibt nämlich eine neue Mod. Unter Umständen führt die dazu, dass die anderen Straßen weg sind. Ja, das ist, ich glaube, das heißt Fine Road Tools. Ich habe mal so ein bisschen im Workshop gestöbert, was uns noch hilfreich sein könnte. Hier geht es einfach nur darum, ich kann ja einstellen, in welchen Schritten wir die Steigung einstellen können, in welchem Modus wir theoretisch bauen oder auch praktisch bauen. Das ist eben der ganz normale. Hier wird das Ganze aufgeschüttet oder dementsprechend ausgehoben. Hier kriegen wir alles immer auf Stelzen gestellt. Dann sieht das hier noch mit einer vernünftigen Brücke sogar aus. Und hier können wir auch einen Tunnel oberirdisch bauen, wenn wir das Ganze mal irgendwo brauchen. Und das ist das, was ich nämlich eben gerade hier auch wieder suchte. Aber das ist auch aktiv. Dann ja, gehen wir aber hier aus dem Modus raus. Und es ist zu hoch. So. So wäre das doch ganz schön. So hat man das jetzt gezogen. Ob so, ne? Machen wir das doch anders. Nee, das ist nicht ganz gerade. Reißen wir das hier nochmal ab. Wir sind. Na gut. Müssten wir uns vielleicht eher hieran orientieren. Dann kriegen wir da oben die Uni nicht mehr hin, ne? Die ist doch etwas größer. Wo müssten wir dann damit hin? Der Straße. Ja, damit die hier so stehen kann, müssten wir irgendwo in diesem Bereich landen. Diesen Bäumen hier. Machen wir das doch mal. Ja. So. Auch dafür hier. Na, ah, das snappt da an. Dann nehmen wir das mal. Hier, ne? Ja, genau. Da würde er nicht ansnappen. Und das war genau die Grenze. Kriegen wir es hin. Ah, ist okay. Kann man, glaube ich, so bauen. Und wenn wir jetzt hier oben diese gerade Stelle halbwegs mittig, ah, ja, so, die Uni platzieren, dann
Wohin geht es? Kommt hier oben noch was an? Oder hier? Nee. Das wäre auch zu viel des Guten. Aber wir haben jetzt hier unsere erste und auch ja, einzige Uni für diese Region stehen. Und genau, was ich ja gesagt hatte, wir möchten hier an der Stelle die genau, verbiete alle Fahrzeuge. So. Das heißt, hier dürfen wir nur zu Fuß und per Rad lang. Ne? Oder haben wir das, die Räder auch verboten? Nein. Gut. Das ist auch schon mal super. Das heißt, wir könnten dann nee, die Straßenbahn nicht. Mit dem Bus könnten wir hier unten halten. Und dann kann man von dort aus zur Uni hoch. Genauso können wir auf dieser Seite das Ganze machen. Und dann hier unten ja, oder halt das Ganze nochmal hier so rüberführen, dass man wirklich hier nicht die Ampel nutzen muss, sondern dass man ohne den anderen Verkehr zu kreuzen hier in dieses Gelände reinkommt. Hier hinten oder dort kommt ein Park. Dann hin. Ja, würden wir glaube ich hier machen. Hier machen wir so einen kleinen Park. Und hier vorne können wir noch einen Parkplatz erstmal machen. Und dass dann auch die Besucher der Uni dort parken können. Geht der auch in die Höhe? Lass uns mal was ausprobieren. Und da gerade so ein. Ob das gut aussieht, weiß ich nicht. Da kommt gerade so eine Idee. Wenn wir das Ganze jetzt noch etwas höher bauen. Ja, machen wir das weg. Und wir möchten. Was möchten wir denn? Tunnel nicht. Genau, wir wollen das immer schon direkt hoch haben. Auf jeden Fall nach links, auf jeden Fall nach rechts ist Cycle Mode. So, okay. Könnten wir. Ja, doch, wenn wir jetzt hier. Aber da sind wir doch nicht oben, wie das aussieht. Irgendwie. Okay, machen wir das sowieso gerade. Sieht man das nicht mehr, wenn man da nach oben baut? Doch, eigentlich schon. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf den Boden. Den Boden der Tatsachen. Und stellen das hier etwas höher ein. Gehen wir direkt auf 10 Meter, 10 Meter, 20. Reicht es? Das kommen wir mit 10 Metern über eine Straße rüber? Ja. Machen wir es aber auf 12 Meter. So, hier hin. Und da müssten wir ja hiermit auch machen können. Sieht gerade nicht so aus. Fragt mich nicht warum. Von hier bis hier sieht das aus. Nein. Okay, also das ist offensichtlich, dass wir das nicht in die Höhe bauen können. Das ist ja schade. Äußerst schade.
Das hätte ich ganz gerne in der Höhe gehabt, so als kleines Parkhaus. Ja, dann eben nicht. Dann machen wir das eben anders. Da auch kein Problem. Dann die Zuführung zu diesem Parkplatz können wir vielleicht hier rausziehen. An der Stelle. Dann gehen wir bis hier hin. Ist ein bisschen länger erstmal. Dann meine ich hier. Straßenmeisterei. Brauchen wir die? Hier ein. Ein Eingang und dann nehmen wir noch mal so. Auch bis hierhin. Und reißen wir so weit ab. Sollten das ausreichend viele Parkplätze sein, um hier an der Uni auch studieren zu können, wenn man denn unbedingt mit dem Auto anreisen möchte. Brauchen wir, oh, bin schon drüber gescrollt. Die Parkplätze wieder. Ah, so sieht man es besser. Da drüben kriegen wir nichts mehr hin. Okay, hier müssen wir das Ganze lösen. Und bekommt man hier den Vierer rein? Nee, genau nicht. Hier unten ja. Okay, das ist merkwürdig. Okay, das fängt hier später an, aus welchen Gründen auch immer. No, kein Problem. Ist es halt so. Das sind Diagonalen, die wollen wir nicht haben. Die können wir hier machen und dann kommen wir hinten bei solcher hin. Und vielleicht gibt es da auch welche, wenn die mit dem E-Auto anreisen. Obwohl, das ergibt so mehr Sinn. Puh, das wollte ich noch wegrichten, das war gut. Das genau, der passt da rein. Der passt da oben noch hin. Hier unten kriegen wir noch den einzelnen verbaut, hoffentlich. Was ist das noch? Sieht das noch aus? Ja, sieht gut aus. Okay. No, hier sind wir schon. Ja, das sieht da irgendwie merkwürdig aus. Ah, das ist der Schatten vom Baum. Okay. Können wir hier noch die ganzen soweit setzen. Dann haben wir das auch. Und hier oben brauchen wir noch die einzelnen. Ist dann nicht mehr. Okay. Sollte das soweit erstmal passen. Dann haben wir jetzt auch hier unseren Parkplatz. Und schmeißen dann hier nochmal einen Weg rüber, damit man auch etwas bequemer da zur Uni kommt.
Ah, hier reinziehen können wir den nicht. Irgendwo ansnitten, das auch nicht. Schade, dafür ist er zu breit. Wie das aussieht, ja. Mal in beiden rein, ja. Okay. Ja, dann würde ich einen Weg doch von hier aus ziehen. Das ist so dicht dran, ne? Hey. Oh, wie weit kommen wir ran? So. Ja, guck mal, sieht auch dann gut aus. Mal das hier wieder und noch das Snapping anstellen. Obwohl, dann können wir es auch einfach gerade lassen. Sieht, glaube ich, dann genauso gut aus. Okay, wir stellen das doch wieder erstmal ab. Dann machen wir es doch leicht gebogen. Kommen wir hier so ran. Ja. Und vom unteren. Hier ist die andere Straße. Da können wir einfach dann den Weg hier gerade rüber führen. Und sieht das auch so ganz gut aus. Ja. Okay, um den Park kümmern wir uns dann nicht mehr heute. Das wird sonst zu viel. Wir sollten hier noch schauen, dass wir hier mal ein Bussystem installieren. Was mir gerade noch auffällt, wir wollen auch noch von den potenziellen Studentenwohnheim hier rüber. Hier können wir das schön platzieren, ohne dass wir, ich glaube, so eine Kachel abreißen müssen. Vielleicht können wir so. Ja, sieht gut aus. Schwingen wir uns hier so schön rein. Hier hin. Und gehen hier unten an die Straße. Ja. Genau, von der Seite nicht. Die Parkplätze sind natürlich jetzt über. Die bringen einen aktuell nichts. Aber hier oben den Straßenverkehr untersagt haben. Oh. Okay, wir können nicht alles abstellen. Wir sollten hier auf diesem Abschnitt mal gucken. Nein, genau die nicht, sondern hier Müll und SOS sollten wir für alle erlauben. Ist jetzt nicht drin. Ja, doch, so. Das ist auch hier erlaubt. Ja, jetzt sollte es überall gleich sein. Dann sieht es doch so erstmal ganz gut aus. Was machst du da? Hey Jungs, wollt ihr uns auf den Arm nehmen? Ihr seht jetzt nicht aus wie Einsatzfahrzeuge oder die Müllabfuhr. Ist doch nicht euer Ernst. Dann kommt hier auch noch Parken verboten hin.
Hier in dem Abschnitt ist auch Parken verboten. Ah, hier drüben können wir es erlauben. Machen wir es nur hier. Hier auch nicht. Da sollen die beiden Bushaltestellen ja hinkommen. Sollen sich halt hier unten hinstellen, wenn sie wollen. Oder eben hier. Geht doch. Ist doch alles wunderbar. Okay, hier müsste es hoffentlich bald an die Müllerfirma vorbeikommen. Und wir brauchen weitere Wohngebiete. Haben wir hier noch? Also da können Sie ganz gerne bauen. Gut, jetzt haben wir es wieder 7.35 Uhr. So, hier unten noch weg. Das können wir vielleicht noch ein bisschen weiterziehen. Dass wir dann hier hinten auch irgendwann in diese große Straße hier reinführen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das können wir dann mal schauen. Die Polizei kommt da offensichtlich auch nicht hin. Wo haben wir die? Da oben. Ja, wir können aktuell keine Polizei leisten. Wir können aktuell einfach gar nichts leisten. Wir sind im Minus und müssen mal, ja, müssen darauf hoffen, dass wieder alles ins Lot kommt. Aber was haben wir denn? Wir haben hier offensichtlich auch noch ein paar kleinere Probleme. Kriminalitätsrate ist hoch. Ich pause, sondern ein bisschen langsamer machen. Warum ist denn jetzt mit einmal hier so die Kriminalitätsrate da hinten so hochgekommen? Das ist nicht gut. Wir brauchen dringend Geld. Ja. Das schaut nicht gut aus hier in unserem Industriegebiet, unserer Forstwirtschaft. Da fehlt uns eine Polizeiwache, aber warum das jetzt erst auffällt, keine Ahnung. Warum die sich jetzt erst beschweren? Das müssen wir dann halt mal in einer nächsten Folge erörtern. Und dann geht's auch weiter an der Universität in Großfischbach, hier in unserer Region Seehausen. Ich danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.